Er ist fett und hat auch noch einen Riesenschädel. Wir machen heute wieder das Baby-Update. Das letzte ist ja schon wieder ein paar Monate her und es hat sich vieles getan. Wir waren auch heute beim Arzt und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Basics an. Also Hamza ist 9.665 Gramm und hat eine Größe von 74,5 cm, also ich würde jetzt mal sagen, das ist ein ganz schöner Brummer. Dann hat er einen Kopfumfang von 48,5 cm, aber dazu würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir später drauf ein. Ich habe euch ein paar Fragen auf Instagram gestellt. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, darf das hier gerne tun. Hamza hat mit 5,5 Monaten angefangen, Brei zu essen. Das habe ich auch noch gefilmt. Wer das Video nicht gesehen hat, ich verlinke es euch in der Infobox. Also Hamza ist eigentlich alles. Ich habe speziell darauf geachtet, dass ich ihm nicht so viel Obst von Anfang an gebe, sondern erstmal so die ganzen Gemüsesachen, so Karotte, Pastinake, Erbsen, was gibt es da noch, Kartoffeln, Süßkartoffeln und Brokkoli, Blumenkohl, halt dieses, alles, was es gibt, erstmal mit Gemüse angefangen. Gemüse, 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 so dass er eigentlich immer nur erstmal den Geschmack vom Gemüse wahrnehmen könnte. Und dann habe ich halt immer diese 3-Tage-Regel eingehalten und bis jetzt ist eigentlich toi, toi, toi nichts passiert. Und erst später habe ich angefangen, langsam mal so ein bisschen Obst mit einzuführen. Also deswegen kann ich jetzt mich glücklich schätzen und sagen, Hamza isst eigentlich alles, weil sowas gab es heute bei uns zu essen. Er hatte eine kleine Gemüsesuppe, Bohnen zu essen und auch die hat er gegessen. Ja, ihr dürft so ab dem 8. Monat könnt ihr auch so ein bisschen langsam anfangen, euer Essen auch zu würzen. Zwar nicht mit Hardcore-Salz, sondern so ein bisschen so mit Minze und halt ein bisschen Gewürze, so dass das Essen nicht immer so fad schmeckt. Ne? Ab und an auch mal Fertigbrei, aber da nehme ich dann halt gerne den von Hip. Und ansonsten bereite ich wirklich immer alles selber zu. Wir waren heute zusammen beim Arzt und das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet hat, ist, ich habe jetzt wieder seine Kopfform angesprochen. Also mir ist das schon bewusst, dass er einen sehr, sehr großen Kopf hat und wir haben ja hier 48,5. Und die Ärztin hat gesagt, also wir brauchen auf jeden Fall einmal ein Ultraschallbild und ich würde euch gerne zu so einem Zentrum verweisen, dass die Kopfschädelform noch mal einmal vermessen wird. Es kann sein, dass er eine Helmtherapie haben muss. Helmtherapie kennt ihr wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt mit meinem Mann darüber rede, dann sagt er, ach, was habe ich für Körper, was habe ich für Kopfform gesehen, die im Nachhinein wieder alles in Ordnung gegangen sind und es ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber die wollen halt auch mit dem Ultraschall noch mal gucken, ob der doch nicht irgendwie irgendwas in seinem Hirn hat. Keine Ahnung, jetzt haben wir irgendwann noch einen Ultraschalltermin. Das hat mir heute so ein bisschen Sorgen bereitet. Er kann zwar sitzen, aber noch nicht so sitzen, dass er... Also ich muss ihn nicht stützen, sondern er sitzt manchmal und dann so nach ein paar Sekündchen so sitzt er und dann kippt er wieder zur Seite. Eigentlich sollte er mit 8 Monaten schon frei sitzen. Wir geben ihm noch 1 Monat, also er sollte mit spätestens 9 Monaten sollte das Kind schon sitzen. Ich bin ja eigentlich immer relativ chillig, also ich denke ja, wenn es soweit ist, dann ist es einfach soweit. Er wird ja nicht sein Leben lang sitzen oder sein Leben lang liegen. Er wird ja auch irgendwann... denke ich mal, gehen. Dann wird auch meistens angefragt, wie Hamza schläft. Ah, das ist zum Mäusemelken. Apropos Schlaf, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, das ist übrigens meine, laut meiner Uhr, die ich nachts so circa 4 Stunden mindestens tragen sollte. Ich habe hier so eine App, mit der kann ich diese Uhr verbinden. Das ist übrigens die Ava Woman Uhr. Das ist ein Zyklus-Tracker, ein Fruchtbarkeitstracker und ein Schwangerschaftstracker. Der hat mir, übrigens sieht man rot, ich habe gerade meine Periode, in der Tat, ich habe meine Periode wieder, 5 Stunden 40 geschlafen, das natürlich alles mit Unterbrechung, ne? Und Leichtschlaf 60%, REM-Schlaf 41%, also dieses Gerät misst Nachtswerte, deinen Ruhepuls, deine Hauttemperatur, deine Atemfrequenz und deine Herzfrequenz und dein Schlaf. Viele dieser Faktoren sind da, um zu analysieren, wann dein Eisprung ist. Ich kann mir vorstellen, dass Frauen mit Kinderwunsch ständig morgens ihre Temperatur messen, ständig diese Ovulationstests machen und. Das kostet natürlich Nerven und eine Unmenge Geld. Und da kommt diese Uhr nämlich ins Spiel. Die habe ich mir im Dezember geholt, habe Instagram darauf markiert und dann haben die mir eine Kooperation vorgeschlagen und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, weil ich diese Uhr wirklich gut finde. Und genau an diesen Werten kann diese Uhr, die man
nachts halt 4 Stunden trägt, kann man ermitteln, wann denn deine fruchtbaren Tage sind. Ja, morgens, wenn du aufstehst, einfach kurz mit dem Handy synchronisieren, fertig. Und das ist jetzt schon bei mir zur Routine geworden. Also ich trachte jede Nacht eigentlich, wenn ich sie nicht vergesse oder wenn ich vor Müdigkeit nicht umkippe. Weil ihr wisst, wie Mamas Schlafmangel ohne Ende. Ohne Scheiß, es ist dieser Schlafmangel. Ich glaube, der macht mich irgendwann noch, bringt mich noch ins Grab. Hast du eine Empfehlung für Schwangere? Ja, schlaft bitte. Schlaft so viel ihr könnt. Ich hatte auf Instagram die Verlosung zur Ava Woman Uhr. Und wer gewonnen hat, den schreibe ich in die Infobox. Herzlichen Glückwunsch. Wozu ich natürlich diese Uhr benutze, ja, in der Tat, also wir möchten gerne ein zweites Kindchen haben. Und ich möchte das eigentlich am liebsten so schnell wie möglich, weil ich möchte, dass die miteinander groß werden. So haben sie Schlaf. Ich habe versucht, immer von Anfang an diese Routinen einzuführen. Also bade ihn jeden Abend. Ich merke dann einfach, dass er dann entspannt ist und relaxed und down kommt. Und dann lesen wir meistens noch ein Buch oder kuscheln noch so ein bisschen. Und dann, das ist nämlich das Problem, was ich jetzt habe, Einschlafstillen. Ich möchte nicht mehr Einschlafstillen und ich weiß nicht, wie ich davon loskomme. Viele sagen, ja, du kannst ihn ja nach und nach abgewöhnen, aber das ist auch leider so ein bisschen schwierig, weil Hamza denkt, Titte schlafen, Titte schlafen. Und das musste ich ihm jetzt irgendwie abgewöhnen. Ich habe gestern angefangen mit dem Schlaftraining. Wenn ihr möchtet, dann kann ich darüber ein extra Video machen, also wie ich das jetzt mache, also von Tag 1 bis wie wir nachts das jetzt handhaben, ob er ausflippt. Ich möchte ihn halt ungern schreien lassen, weißt du? Und ich habe halt gestern ihn schon angefangen so ein bisschen und der hat nur geheult. Und ich dachte, oh Gott, ich kriege gleich die Krise. Also ja, da gibt es so einige Schlafmethoden. Wenn ihr Lust habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare oder was ihr gemacht habt für diese Schlafsituation. Also Hamza schläft eigentlich zwischen abends, also türkische Zeit 9 bis morgens um 8.30 Uhr. Also wir stehen dann früh auf. Und er wacht dann so ein-, zweimal nachts auf. Es ist eigentlich okay. Es ist okay, aber ich möchte, dass er halt selber einschläft und nicht ich mich noch ständig darum kümmern muss oder dass auch mal sein Vater ihn ins Bett bringen kann. Halt, dass er nicht davon abhängig ist, nur mit mir immer ständig ins Bett zu gehen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, also wenn ihr da Tipps für mich habt, gerne in die Kommentare. Dann, ob Hamza sich dreht, also er dreht sich langsam, wie gesagt, sitzen tut er eigentlich schon, aber er kippt ab und an mal um, deswegen habe ich da so ein bisschen Problems, noch ihn sitzen zu lassen. Achso, er hat letzte Woche sein erstes Zähnchen gekriegt, ja, und ich habe ein bisschen Angst, dass er, beziehungsweise er beißt schon so ein bisschen und er hat ja schon vorher ohne Zähne meine Brustwarze mal gebissen. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt unterdrücken soll, dass er nicht beißt. Wenn ihr da auch ein paar Tipps für mich habt, gerne in die Infobox. Also ich kann ihn, wenn ich ihn hinstelle, dann steht er schon so ein bisschen, aber natürlich nicht, ohne dass ich ihn festhalte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Babys gibt, die mit 8-9 Monaten schon laufen können. Wie süß würde denn das aussehen? So, ja, total süß. Spiele ich sehr, sehr gerne mit Hamza. Übrigens stille ich Hamza auch noch relativ oft. Also immer dann, wenn ich merke, okay, er will die Brust. Ich merke das, er liebt einfach die Brust. Er ist ein Tittenfanatiker. Also wenn ich die schon so raushol, dann weißt du, das ist so, es gibt die Titte, dann ist er total aufgeregt. Und achso, einer hat gefragt, wie ich das handhabe, das Hamza ohne Handy und Fernsehen. Ja, wie ich das so regle. Ich mache einfach den Fernseher nicht an. Also er weiß nicht, was ein Fernseher ist, weil er es nicht kennt. Also ich habe es wirklich geschafft, jetzt 8 Monate den Fernseher nicht anzumachen. Es ist verdammt scheiße schwer, das sage ich euch, weil du musst dich sowieso immer mit ihm beschäftigen, aber dann wirklich nonstop mit ihm beschäftigen. Nee, nicht immer, ich kann ihn auch mal in sein Bett legen und dass er mal eine halbe, dreiviertel Stunde einfach so auch sich mit sich selber beschäftigen kann, aber es ist kein Kind, was ich jetzt einfach so hinsetze und was sich vom Fernseher dann so, das wollte ich nicht. Auch wenn er manchmal greift er so mein Handy, nein, weglegen. Wenn ich dann immer so höre, aber er will das. Nur weil er das will, heißt es ja nicht, dass ich ihm das geben muss. Das ist ja auch, er will Cola trinken. Ja, nur weil er das jetzt will, dann gebe ich ihm doch keine Cola. Das sind erwachsene Sachen. Das sind Sachen, die, finde ich, in Kindershände nichts zu suchen haben. Und ich hatte damals auch mit 8 Monaten kein Handy. Jeder, der das praktiziert, könnt ihr jeder, wie er mag. Also ich habe keine Vorurteile für die Menschen, die eben Kinder Handy geben. Aber für mich ist es nichts. Und
ich bin jetzt auch keine Übermutter, aber ich versuche mich halt anderweitig mit Hamza zu beschäftigen. Es gibt zum Beispiel so ein Buch, was er sehr, sehr gerne mag, so, das so Lieder von sich gibt. Also Hamza und ich, wir hören auch sehr, sehr gerne deutsche Kinderlieder. Hopp, 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 Pferdchen, Lauf, Galopp und so. An sowas hat er mehr Spaß als an sowas. Und hier fragt eine, ob die den Kleinen auch mal abgibt. In der Tat gebe ich ihn auch mal ab. Warum ich ihn abgebe? Weil ich einfach nicht möchte, dass er so richtig an mir klebt. Nicht, weil ich meinen Sohn nicht liebe oder so, sondern weil ich möchte, dass er auch mal bei seinem Vater ist oder bei seiner Oma sein kann, ohne dass er ausflippt, nur weil ich nicht ein, zwei Stunden nicht da bin. So, ich würde jetzt sagen, das reicht, weil ich sehe hier schon gerade 20 Minuten, schon ganz schön heftig. Falls ihr meine letzten Videos nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne hier machen. Und natürlich würde ich mich über ein Abo tierisch freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.